präzise und hart. Ja, 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 ja. Und was ist so zart? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Also Männer, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, ne? Aber diese Weekend League am Wochenende war ganz krasse Scheiße. Also, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber kann man das eigentlich noch anders sagen nach diesem Wochenende? Ladies and Gentlemen, servus, herzlich willkommen. Es ist bei mir inzwischen Montagabend, bei euch wird es Dienstag sein. Es ist Zeit für ein neues Video. Ich heiße dich herzlich willkommen hier auf diesem Channel. Ich hoffe, es geht dir gut da draußen. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Wir müssen heute was ändern. Freunde, wir müssen heute definitiv etwas ändern. Ich habe natürlich am Wochenende die Weekend League gespielt mit meinem Frauenteam. Only Girls. Rewards waren ganz krasse Scheiße. Also wirklich unglaublich. Die Weekend League, die Rewards sind unter aller Sau. Und ich habe auf jeden Fall inzwischen wieder alles verkauft. Die einzigste SBC, die ich jetzt noch übrig habe, ist die von Jonathan David. Die wollen wir heute auf jeden Fall versuchen zu erreichen, denn es muss was passieren, Freunde. Und am besten heute. Das letzte Pack-Opening, was wir hier auf dem Channel hatten, war scheiße. Die Rewards waren scheiße. Jetzt muss sich das ändern. Freunde, wir haben 500.000 Coins auf der Uhr immer noch oben. Das soll aber auch so bleiben, denn ich habe heute Upgrade-Packs gemacht. Und zwar 20 Stück davon. Wir werden 20 mal 81-Plus-Spieler ziehen, mal gucken, ob die sich lohnen. Die sind übrigens sehr, sehr günstig, by the way. Also tatsächlich, ich glaube, 5 Gold häufig und 1 Gold selten. Also es ist unglaublich billig, muss ich dazu sagen. Deshalb habe ich mir gedacht, wir machen die auf jeden Fall. Ich hoffe, du wirst Spaß in diesem Video haben. Bitte strahle, egal wer du jetzt gerade am Bildschirm bist, ja, strahle deine Energie in dieses Pack-Opening rein und hilf mir, dass ich mal wieder Glück haben kann hier. Es hat alles gut angefangen, aber die letzte Woche war unglaublich miserabel. Wenn euch das Video gefällt, Freunde, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt einen Kommentar. Es sind unglaublich viele neue Leute dazugekommen auf allen Plattformen. Vielen, vielen Dank auch an dich. Selbstverständlich, ja, weil ohne dich wird mir das hier keinen Spaß machen, mir macht es momentan ultra Spaß, ja, egal wo ihr dabei seid, ob es Twitch ist, ob es YouTube ist mein Hauptcontent, ja, aber ich mache momentan auch Shorts und es gibt einen TikTok-Channel, Freunde, den habe ich ganz, ganz neu für euch, habe ich mal ausprobiert, macht unglaublich Laune, muss ich sagen, dementsprechend schaut mal da vorbei, ich würde mich auf jeden Fall freuen, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und danke für den Support. So, und damit gehen wir jetzt hier rein. 20 mal Gold, selten 81 plus. Ich zeige euch mal, bevor wir aufmachen, hier ganz kurz nochmal die SBC. Und zwar ist das diese hier tatsächlich, die Upgrade 80 plus. Und ihr seht, es ist wirklich unglaublich billig. Also das sind 5 Gold häufig und 1 Gold seltener. Es ist wirklich sehr gut. Also brauchen wir nicht drum herum reden. Es ist wirklich unglaublich gut. Kann ich nur jedem empfehlen, mal ein paar zu machen. Kann man mal mitnehmen. Aber es kann natürlich auch ganz miserabel enden. Das wissen wir natürlich alle. Von dem her, fangen wir an. Let's go. Nummer 1. Abfahrt. Gucken wir mal, mit was wir hier anfangen. Nuno Mendes. Das war jetzt tatsächlich mal gar nicht so schlecht. Das ist sogar tatsächlich nicht schlecht. Den kann man auf jeden Fall mal spielen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So können wir doch, also in der Richtung können wir auf jeden Fall mal bleiben. Also das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Komm, mach mal weiter. Mach mal weiter. Ist das Guardiol? Oh. Das sind zwar keine High-Rated-Karten, aber das ist auch gut. Das ist auch gut. Also für ein Untrade-Team kann man das auf jeden Fall mal genauso lassen. Ist kein Ding. Wir können ja mal zwischendurch ein bisschen talken, ne? Ich habe ja
wie gesagt, letztens mein TikTok-Channel angefangen. Und ich muss tatsächlich gestehen, ich hatte ein Video hochgeladen. 85. Das ist in Ordnung. Die Packs sind in Ordnung. Und ich habe diese ganze Short-Geschichte, habe ich, glaube ich, richtig unterschätzt, ne? Also es ist echt krass, wie ihr da draußen auf diese Shorts abfährt, ne? Habe ich so wirklich nicht kommen sehen. Finde ich absolut gigantisch, dass es so überhaupt machbar ist. Und ich hatte irgendwie mal ein einziges Short hochgeladen, weil ich mir gedacht habe, komm, probier es halt mal aus. Das war so ein Trading-Tipp, den ich mal hochgeladen habe. Habt ihr vielleicht gesehen. Und der war unglaublich gut. Der hat mir so gut gefallen, dass das wirklich so teilweise durch die Decke gegangen ist. Ist das Emre Can? Ach scheiße, den habe ich doppelt, ne? Oder habe ich den in der SBC geschmissen? Ne, den habe ich nicht doppelt. Okay, alles klar, nehmen wir auch mit. Ja, und irgendwie habe ich gemerkt, dass dieses YouTube-Short bei euch unglaublich gut ankommt. Und dementsprechend ist es dann am Ende einfach so gewesen, dass ich gesagt habe, komm, wir probieren das einfach aus. So, und war auch die richtige Entscheidung. Also der Channel kommt bei euch unglaublich gut an, habe ich gemerkt. Es sind viele, viele neue Leute dabei. Es sind unglaublich viele Aufrufe dabei. Grüße gehen raus an die Leute, die mein Karrierevideo geguckt haben. Ja, ich dachte gerade Messi, okay. Oh, Atletico ZM, wer sind das? Ach, Rodrigo de Paul, ah, okay. Ist aber gut für SBC. Nehmen wir natürlich auch mit. Das Trainingsplan-Video vom Karrieremodus ist unglaublich gut angekommen. Also, fällt auch sehr, sehr schnell auf, ne? Boah, ich dachte gerade Walker. Boah. Schade. Ich dachte gerade, es ist Dennis Walker. Aber okay, gut. Dann nicht. Schade. Ja, und seitdem habe ich mir halt gedacht, komm, wir behalten das auf jeden Fall bei. Es hatte ja sowieso mal jemand in den Kommentaren danach gefragt. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, komm, probierst es einfach mal aus. Und es war genau die richtige Entscheidung. Von dem her, passt alles. Passt alles wunderbar. Und das Problem ist aber, ich war von diesem Game hier, ne, war ich eigentlich sehr begeistert, ne. Bloß das Problem an der Geschichte ist irgendwie seit dieser Weekend League am Wochenende, boah, das Problem ist halt, Ultimate Team steht und fällt mit der Weekend League. Das ist halt so ein ganz, ganz großes Problem. Und wenn dieser Modus nicht gut funktioniert, dann, ja, weiß man nicht so wirklich, was man machen soll. Wir haben schon die Hälfte übrigens, ne? Jetzt könnte mal was kommen. Nee. 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 Nee, oh ja, Sabal ist es nicht. Ich bin ja froh, dass hier noch kein Duplikat dabei war. Aber ich muss sagen, also für 80 plus Packs sind die jetzt eigentlich gar nicht schlecht. So, also, das könnte... Bitte, Walker. Oh nein, wieder Wan-Bissaka. Nein, ach, das ist schade. Mann, mach doch Man City. Mach doch den Stadtrivalen, Mann. Mann, 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 Mann. Mach doch den Kylo Walker, Mann, ehrlich. Ah. Haben wir noch ein Vorschau-Pack? Nee, haben wir nicht. Erst in 23 Minuten, schade. Ah. Frankreich. ZDM. Thuram? Ne, Fofana. Ne, okay. War noch kein einziger Walkout dabei, ne? Ich habe auch teilweise so die Befürchtung, wir haben nur noch 7 Stück. Ich habe auch die Befürchtung, dass das bei keinem Walkout bleiben wird. Das ist Aubameyang, oder? Ja, das ist Pierre-Emerick Aubameyang. Der ist ja nicht zu verwechseln. Es ist irgendwie...
Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber irgendwie sind diese Pack-Openings aktuell, die sind es irgendwie nicht. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber irgendwie ist mit diesem Account, der Account hat in der ersten Woche komplett sein Pulver verschossen und jetzt irgendwie seit ein, zwei Wochen geht hier gar nichts mehr. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Wir haben nur noch 6 Stück. Komm, mach mal einen jetzt. Nee. 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 Wir sind immer noch bei Marseille. Nee. Mbemba, nee. Nee, definitiv nicht. Es ist irgendwie ganz komisch. Das ist ganz komisch. Ich glaube, dass dieser Account irgendwie verhext ist. Ich glaube, da werden unbekannterweise werden aus Kanada, da werden irgendwelche Leitungen werden da geschickt. Nee. Nee. Nee, ist es auch nicht. Da werden irgendwelche Leitungen unterirdisch geschickt, die dann quasi so die Richtung angeben, wo das Ganze enden soll. Und damit steuern die das dann, wisst ihr? So ungefähr ist das. Thiago Silva? Ist 86, ne? Ne, 84. Mann. Ja, ich meine, es sind ja ein paar 84er dabei, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass das hier jetzt wirklich der absolute Renner ist. Also, weiß nicht. Mach mal ganz rechts. Nee. 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 Nee, Quadrado. Nee, das ist es nicht. Wir gehen wieder ohne Walkout raus hier, ne? Also, es bleibt anscheinend wirklich... Ich glaube, ich nenne dieses Video einfach schlechtes Fahrwasser. Harry Kane? Nein! Mach doch Harry Kane, Mann! Oh, Mann, ey! Wilson! Jetzt sind wir schon zweimal am Kyle Walker vorbei, jetzt sind wir schon einmal am Harry Kane vorbei. Ich glaube, ich nenne dieses Video einfach schlechtes Fahrwasser. Also, das ist ja wirklich grauenhaft, was dieser Account aktuell hier ausspuckt. Keine Eventkarten, nix. Real Madrid, IV? Ja. Ja, komm. Nacho Fernandes. Ja, Männer. Was soll ich euch sagen? Männer, was soll ich euch erzählen? Ja. Was soll ich euch erzählen? Neueste. Das hier ist die Ausbeute. Von den ganzen 80 Plus Packs. Es waren ein paar 83er dabei, es war ein 84er dabei. Rapinoe war auf jeden Fall die beste mit 85. Can 83, De Paul 84. Aber seien wir ehrlich, ich hätte mich zumindest über eine Eventkarte gefreut. Aber nicht mal das. Freunde, ich habe es probiert für euch, aber es war heute mal wieder nix. Ich hoffe, dass ich das irgendwie nochmal für euch zusammenkriege. Vielleicht gibt es ja irgendwie die Möglichkeit, dass wir die Upgrades nochmal machen können. Schauen wir mal, wie die nächsten paar Tage ablaufen, aber das heute war es definitiv nicht. Tut mir leid, Männer, ich habe es auf jeden Fall probiert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag noch. Habt auf jeden Fall noch Spaß heute. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Meine Güte, ey. Wenn das so sein sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und natürlich mit dem Abonnieren-Button kein Video verpassen. Und natürlich freue ich mich, wie gesagt, wenn ihr mal die Shorts vorbeiguckt, wenn ihr mal TikTok vorbeiguckt. Immer sehr, sehr gerne. Freut mich, dass du da bist. Ohne euch würde ich das hier nicht machen. In diesem Sinne, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Mittag, Morgen, Abend, was auch immer. In diesem Sinne, bis dann, euer Bentastic. Tschüss, ciao. Reingehauen. Auf Wiedersehen.